herzlich willkommen bei DoTube. Ich bin Chris und wir bauen weiter an der Mold King Eclipse. Ja, wir sind auf der Endgrabe, wir sind bei Bauabschnitt 31 von 32. Wir machen heute weiter mit dem Gegenstück zu dem Teil, was wir letzte Woche gebaut haben. Das ist diese Brückenverkleidung. Ist ein zweiteiliges Ding. Wird dann am Ende zusammengesteckt, weil hier laufen dann die Verbindung und dann sind wir fast fertig, bevor wir dann nächste Woche den Rest bauen. Das neue Projekt steht schon hier. Ihr könnt euch entscheiden. Noch bin ich nicht am Auspacken gewesen. Das eine wäre von Bluebricks, das große Mutterschiff, oder der AT-AT von Mold King. Ich habe beides hier liegen und ich habe auf beides Bock zu bauen. Sagt ihr, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich bin da vollkommen frei mit der Entscheidung. Und so kommen wir auch schon zum nächsten Bauabschnitt. So, ich baue nach dem Haufenprinzip. Das heißt, ich habe hier meinen Haufen mit Steine. Und dann suche ich mir das dementsprechend hier raus. Es wird schon mittlerweile immer weniger, was ich hier habe. Meine große Krabbelkiste ist mittlerweile auch schon am Ende angelangt. Ich habe jetzt hier alles auf dem Tisch liegen, was ich so an Teilen brauche. Und wollen mal gucken, was am Ende übrig bleibt. So, zur Qualität vom Mold King brauche ich nicht mehr viel sagen. Das Zeug ist top. Wir haben hier eine 1A Qualität, was die Steine angeht, was die Brennkraft angeht vor allem. Klar, hin und wieder haben wir auch mal einen kleinen Kratzer mit drin oder so. Wir hatten auch schon Fehlteile, was ich bei 10.000 Teilen jedoch bis jetzt verkraften konnte. Kam halt auch mal vor, wie gesagt. Alles nicht so wild, aber im Großen und Ganzen bin ich bis jetzt mit dem Set super zufrieden. Sagt, Fehlteile hat man immer, vielleicht mal irgendwo, es war jetzt auch nichts Wildes. Ich dachte bei einer vorletzten Folge, dass ich da mehr Fehlteile hätte, weil ein Teil alle war. Im nächsten Bauabschnitt, also in der nächsten Tüte, war es dann jedoch wieder mit dabei. Also war es nicht ganz so wild. Ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn irgendwelche Teile fehlen. Oder auch falsch sind oder sonst irgendetwas. Hat sich, wie gesagt, bis jetzt zum Glück in Grenzen gehalten. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. So, 1x1 Dinger. Die suche ich hier meistens relativ gut bei. Wie jetzt auch ein 1x1 in Rund als Fliese. Ja, Frage ist, wo ist er? Beim letzten Mal habe ich auch gesucht. Und am Ende habe ich es dann gefunden, als ich fast fertig war. Naja, ist nicht ganz so wild. Ich kann es auch ohne die Fliese bauen. Irgendwann im Laufe des Baus wird sie irgendwo auftauchen. Ich bin mir da 100% sicher. Es war nämlich letzte Woche das gleiche Spiel. Gut, wir bauen. Und gucken mal, ob wir es dann in der Zeit wiederfinden. Nichts Schlimmes, es rennt uns hier nichts weg. Wir haben Zeit. Wenn ich das hier aufnehme, ist bei uns gerade Halloween. Das heißt, ich war am Wochenende bei uns in der Nachbarstadt, also ein paar Kilometer weiter, in Borken, Hessen, war ich zu Gast beim Outpost 21. Die haben da Halloween-Party gemacht in Borken. Ja, was haben wir da Schönes gemacht? Wir haben wieder getroopt. Ich war im Ghostbusters-Kostüm unterwegs. Und wir haben da gesammelt gehabt für eine Kindertagesstätte. Das heißt, wir konnten mit uns Fotos machen. Und gehen eine kleine Spende. Und dann waren alle zufrieden, happy und alles war gut. War ganz witzig. Ja, jetzt ist gerade Halloween. Ist bei uns hier im Ort nicht so eine große Nummer. Ist aber auch nicht schlimm. Kann ich meine Süßigkeiten für mich behalten? Naja gut, Süßigkeiten ist so ein anderes Ding. Habe ich eh nichts mehr großartig im Haus. Zumindest nicht für mich. Und naja, mal gucken.
ob es vielleicht heute zwischendurch mal klingelt. Wie gesagt, bei uns hier in Gudensberg ist das nicht so das große Thema mit Halloween. Bei uns kommen die Kinder eher bei Nikolaus. Sprich 6. Dezember. So, mal gucken, wo ich das zweite davon habe. Das langsam wird es ein bisschen dünner hier mit Teilen. Trotzdem musste als suchen. Ja, es ist auch alles wirklich hier schwarz in schwarz in schwarz. Ab und zu mal ein bisschen grau mit bei. Aber hauptsächlich schwarz. Entschuldigung, wenn ich kurz aus dem Bild fast raus bin oder gleich weg bin. Ich suche halt die doofen Teile hier. Gibt's doch nicht. Wo seid ihr denn? Und das kann ich auch nicht weiterbauen. Da ist es. Was ist das? Das ist das eine. Das ist das falsche. Das ist das mit Klemme. Aber eins davon habe ich schon mal. Du bist falsch, du musst weg. Wo ist es zweite? Ja, wie gesagt, Halloween Party war ganz witzig gewesen. Die meisten von uns hatten ja wieder Star Wars Kostüme an. Ich war dann als einer von zwei Leuten mit Ghostbusters. Wobei der eine nicht aus unserem Verein war, also zumindest noch nicht. Da möchte ich das ganz gerne mal bei uns angucken, mal vorbeikommen. Dann wollen wir mal sehen, ob es ihm gefällt. Oder ob er geschockt gleich wieder wegläuft. So, da ist es. Ah, ich hab's gefunden. Ha, ich hab's gefunden. So, Teil ist da. So. Ja, ne, wie gesagt, war ganz witzig gewesen. Wir hatten da wieder Spaß. Die Leute haben sich gefreut, dass wir da waren, in den Kostümen drinne. Klar, dumme Kommentare jetzt immer mal von irgendwelchen Seiten, von Leuten, die keine Ahnung haben. Aber die haben sich dieses Mal in Grenzen gehalten. So war es ganz schön. So, mal gucken. Du kommst da drunter, du kommst dann so darauf. Jawohl. Flügelchen. Ach. Ein Flügel, zwei Flügel. Ja, beim letzten Mal haben wir gebraucht gehabt für das Ganze etwas anderthalb Stunden, wo es echt nicht viele Teile sind. Mal gucken, wie lange wir heute brauchen. Wie lange ist denn das? Ganz wichtig bei Mold King, Noppen zählen. 2, 4, 6, 8, 10. Ihr verzählt euch ganz schnell. 2, 4, 6, 8, 10. Das zum Beispiel ist eine 12er. Das ist die 10er. Na, wenn die jetzt einzeln da liegt, ratzfatz mal verbaut. Na, oder noch eine Nummer größer. Na, das sind die gleiche Größe. Also ich habe auch noch größere gehabt. Na. So, und dann auf dem Anhieb manchmal schnell sehen, welche die richtige ist. Ist manchmal echt ein bisschen tricky. Verbaut man sich recht schnell. 2, 4, 6, 8, 10. Jawohl. Und ich habe mich hier ohne Ende verbaut. Muss ich erstmal kurz gucken. Du kommst dahin, du kommst dahin. Ihr müsst auch echt genau gucken bei der Bauanleitung, wo welche Teile hinkommen. Ihr verbaut euch hier unheimlich schnell. So schnell könnt ihr teilweise nicht gucken, wie ihr euch schnell verbaut habt. Manchmal würde ich dann nur eine Noppe, weil das dann hier auch relativ dämlich manchmal dargestellt wird. Mit Pfeilen. Am besten, man guckt immer gleich direkt beim nächsten Bauschritt. Vergleicht das dann mit dem, was man gebaut hat. Weil die Dinger halten echt gut. Ich habe es gekauft. Wie gesagt, es ist alles selber gekauft, von mir selber finanziert. Ich habe mir den Hammer hier geholt von Mold King. Den habe ich mir gekauft gehabt bei Blue Bricks. Der ist echt geil. Und
Ja, bis jetzt bin ich echt zufrieden damit. Letzte Woche habe ich ihn schon gebraucht. Ja, es sind genauso so ein Teil drin, aber die anderen Dinger auch. Hier kannst du halt raustrennen, hier kannst du rausziehen. Ne, kannst hier ja, die Achsen dementsprechend rausdrücken. Es ist ein kleines Multitool. Auf jeden Fall besser wie das Ding von Lego. So. Flügelchen 3. Davon brauche ich 2. Bei dem von Lego machst du ja ratzfatz kaputt. Da machst du 2 Steine mit los und dann ist das Ding ja schon im Popo. Wie soll das denn? So. Okay, siehst du, schon wieder was übersprungen. Du kommst da unten drunter. So, du kommst dahin. Bauen wir teilweise echt mit Siemens Lufthaken, dass es dann überhaupt gebaut wird. Hä? 3, 3. 3. Bin ich jetzt blöd? Ach, hier habe ich das falsche Flügelstückchen genommen. Das ist der, wo gerade sah. Da muss ein kürzeres ran. Mit nur 2 Noppen. Ja, ihr habt so viele ähnliche Teile hier drin. Ihr verbaut euch echt schnell, wenn ihr nicht richtig hinguckt. Ich habe mich hier im Laufe des Baus zigmal verbaut. Stehe ich auch zu, passiert. Ist auch nicht schlimm. Gerade wenn du nebenbei noch am Labern bist und dann auch nebenbei baust, also es ist schon eine Herausforderung. Deswegen machen die meisten auch diese Aufbauvideos nicht, wie ich das jetzt hier mache, im Livestream, sondern na, ich glaube, der Held macht das noch auf seinem Kanal und labert nebenbei noch. Oh, der hat eine größere Community wie ich. Da kann man sich mit den Leuten auch mal schön unterhalten. Ich habe das jetzt mit Twitch erstmal vorläufig aufgegeben. Zum einen ist das mit dem Internet bei uns hier eine Katastrophe. Und zweitens, so die große Zuschauerzahl habe ich eh nicht. Von daher habe ich das jetzt erstmal eingestellt. Macht auch keinen Spaß, wenn alles das Internet zusammenbricht hier. So kann ich aber auch ein bisschen unabhängiger mein Lego hier bauen. Entschuldigung, nicht gleich Abmahnwelle schicken. Bitte, bitte, bitte. Mein Mold King weiterbauen. Kein Lego, es ist ja Mold King. Keiner hat hier von Lego geredet. Es sind alles Klemmbausteine. Weil ich bin kein Händler. Ich bin auch kein großer Influencer. Ich dürfte, glaube ich, sogar sagen, ja gut, wer will es mir denn verbieten, dass das alles Legos sind. Alles Legos. Ich glaube nicht, dass Lego sich dafür interessiert, was ich hier als kleiner YouTuber erzähle. Andere sind ja Händler. Das ist eine andere Sache. Wenn das ein Held macht, der ist ja Händler dementsprechend. Da kotzen sich dann eher aus. Der hat noch eine ganz andere Reichweite wie ich hier. Gott sei Dank. Wobei ich ihn auch sehr, sehr gerne gucke, davon abgesehen. War ja auch so mein Einstieg wieder in das ganze Lego-Thema. Gar nicht wirklich. Ich habe ja schon vorher wieder angefangen. Und dann bin ich irgendwann auf den gestoßen. Da war er noch nicht so riesig groß. Ich finde es halt immer geil. Ist immer unterhaltsam. Ist halt ein Unterhaltungskanal. Er legt halt immer schön den Finger in die Wunde. Den Thorsten gucke ich auch gerne von Johnny's World. Thorsten Klarhold. Den haben wir ja auch schon mal besucht. Haben wir sogar ein Video von gemacht. Mit dem hat man uns echt lange unterhalten. Das hat echt Spaß gemacht. Und bin mal gespannt, wenn jetzt dem seine neue Minifiguren-Serie, seine eigene rauskommt, wie die hinterher aussehen. Er hatte mal Bilder gezeigt gehabt. Fand ich sehr interessant.
Was ich witzig fand, wir hatten uns damals darüber unterhalten, dass vielleicht eine coole Idee wäre, wenn man hingeht und Moment mal, hingeht und dann, weil das Minifiguren vielleicht, die er rausbringt, oder halt allgemein bei Minifiguren, wie so Wassertransferdruckbildchen machen würde. Wie das zum Beispiel ist bei Modellbau. Da geht man zum Beispiel hin mit Wassertransferdruck und kann dann da diese Schiebebildchen, kennt ihr bestimmt. Und kann dann einfach hingehen und kann dann sich verschiedene Motive drauf machen. Das heißt, man hat irgendeine Figur gekauft und kann das dann dementsprechend dann halt selbst gestalten. Aber er will ja, glaube ich, sowieso auf die Kinderschiene gehen, sprich Spielzeug für Kinder, nicht für Erwachsene. Und da ist da das Thema eh schon wieder raus. Weil Kinder wollen damit spielen und nicht lange da irgendwelche Schiebebildchen drauf machen. Finde ich auch ganz gut. Ne, diese teuren Lego-Modelle haben wir ja mittlerweile zum Erbrechen. Da gibt es ja mittlerweile so viel. Gerade was den Erwachsenenmarkt angeht. Das ist ja mittlerweile ohne Ende. Kannst ja gar nicht so viele Figuren kaufen und Sets kaufen, wie es auf dem Markt gibt. Wenn du an sowas Bock hast, kannst du dir echt nur das holen, was du gerade toll findest. Kannst sagen, okay, das hole ich mir jetzt und dann war es das auch schon. Sonst wirst du ja bettelarm dabei. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was dabei rauskommt. Kittycraft, genau. Kittycraft heißt die neue, die alte Firma. Ist ja ein alter Name. Kittycraft hat er sich jetzt sichern lassen. Und darunter will er dann selbst seine Figuren vertreiben. Ich wünsche ihm da auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg mit. Wollen wir das Beste hoffen. Ich gucke mir die Sets dann an. Wenn sie rauskommen, werde ich garantiert auch mal ein, zwei davon holen. A für meinen Sohn und B, weil ich sie mir mal angucken möchte, wie die sind, was er für Steine hat und so weiter. Ich hoffe, er macht das nicht so wie Mold King, Mold King sag ich, wie Modbricks und holt dann den billigsten Scheiß vom billigsten, sondern holt dann auch hoffentlich auch vernünftige Steine. Das muss jetzt keine Mold King Qualität sein, sprich hier von wie heißen die hier? Jetzt habe ich einen Faden verloren. Wie heißen die Scheißdinger hier? Ach, GoPrix Steine, aber halt so, sagen wir mal, Xingbao sollten es schon sein, ne? Also vernünftiger, keine zusammengewürfelte Kacke, irgendwas, wo dann die Farben alle nicht passen und ich meine, er ist ja im Thema drin. Er bemängelt es ja selber bei anderen Firmen. Ne, das sollte also dann schon vernünftig sein hinterher. Und ich bin gespannt. Bin gespannt, wie es sich bauen lässt, was er da für Bautechniken ausruft. Da es ja Kinderserien werden, denke ich mal, es wird kein Schiss sein zu bauen, also keine extrem schweren Bauanleitungen, sondern alles im Machbaren. Ich freue mich drauf. Bin mal gespannt, was rauskommt. Vor allem an der Ritter und Burgen sehe, bin ich echt mal gespannt. Bemängeln ja immer alle, dass es keine Ritter und Burgen mehr gibt. Und wenn der Thorsten dann da loslegt, bin ich mal gespannt, was er raushaut. Ritter, Burgen, Eisenbahn. Das ist ja das, was immer alle bemängeln, dass es das nicht mehr gibt. Wobei ich ehrlich bin, ich bin kein Freund von Lego-Eisenbahn oder von Klemmbausteineisenbahn. Das Thema ist für mich uninteressant. An meinem Sohn ist es auch komplett vorbeigegangen. Weil wenn ich Modelleisenbahn haben möchte, dann hole ich mir eine richtige.
ob das jetzt Märklin oder Trix ist oder was weiß ich. Ich habe zum Beispiel noch ein ganz altes Trix-System von meinem Vater noch. Und da würde ich mir eher sowas hinstellen wie eine Klemmbausteineisenbahn. Klar, für jemanden, der da Städte bauen will, als Erwachsener, ist das wieder interessant. Aber für mich, also für mich das Thema rum. Ich brauche keine Eisenbahn. So. Zumal die Dinger für mich auch viel Platz wegnehmen. Im Kinderzimmer ja auch dementsprechend. Und sind wir ehrlich, die meisten Kinder, so kenne ich es zumindest aus meiner Kindheit und aus von meinem Sohn, die müssen ja dann abends ihr Zimmer aufräumen und alles wieder wegräumen. Ist dann ein bisschen schwierig, die ganze Eisenbahn abends abzubauen, ohne dass sie kaputt geht. So. Ja, nichtsdestotrotz. Da für mich das Thema Eisenbahn damit eigentlich schon rum. Aber jetzt cool findet, warum nicht? Ritter, Burgen, Piraten, das finde ich vielleicht wieder sehr spannend, das Thema. Wenn da was von kommen sollte. Habe ich selber früher als Kind einiges von gehabt. Ich glaube, das ist eine Bautechnik, was wieder nur mit Siemens Lufthaken gebaut wird hier. Gottes Willen, wer baut. Wenn sich sowas ausdenkt, der hat doch echt verdammt erschlagen hier. Ja, das hält er nicht. Wie soll das funktionieren? Da ist eine halbe Noppe. Eine Noppe auf einer halben Aufnahme. Letzte Woche schon bemängelt, dass das Mist ist. Totaler Murks. So. Wo ist jetzt die Dreierfliese? Eben hatte ich sie noch gesehen. Eben hatte ich sie noch in der Hand. Da ist sie. So. 1, 2, 3 und 4. Eine Dreierfliese und eine 2x2 Fliese. Ja, es hält auch nicht wirklich. Letzte Woche hat es gehalten, komischerweise. So. Aber jetzt hält hier nicht wirklich. Eigentlich sind das hier zwei Teile, wenn du es richtig nimmst. Gut. 6er. Das und das jeweils einmal. So, wie kommst du hin? Da, so. Jetzt müssen wir wieder hier ein bisschen jungeln. 4. Jawohl. So wird das. So wird's was. So. Das einzig Schöne hierbei ist auch, ihr habt zwar, bei jedem Bauabschnitt ist mehr wie ein Bauteil, was verbaut wird. Finde ich auch ganz gut. Müsst halt auch mal ein bisschen nachdenken, wie ihr was baut. Hier ist nicht immer aus jeder Baurichtung was zu sehen. Muss man halt so ein bisschen mitdenken hierbei, bei dem ganzen Bau. Finde ich halt auch spannend. Das war was ganz anderes. Ja, wer Lego kennt, da ist für jeder Bauschritt unterteilt und nochmal hier und aus 300 verschiedenen Ansichten gezeigt. Und es ist mittlerweile so einfach gemacht worden für die Leute. Fand ich jetzt mal geil. Eine Bauanleitung für einen 5-Jährigen ist schwieriger wie die für einen 18-Plus-Set.
Also kennt ihr das noch von früher? Die Bildersuche, die wir gemacht haben. Fehlersuchbilder. Da war gar nichts drin beschrieben. Da hieß es einfach, jo, da ist ein Bild. Da ist ein anderes Bild. Such, was dir fehlt. Was hat sich verändert? Leg mal los. 3er, da ist die 3er-Fliese. Da ist er. Das ist noch eine 2x2-Fliese. Und dann bin ich glücklich für diesen Bauabschritt, diesen Baustep. Alles schwarz in schwarz, ey. Ich habe hier einen Farbtupfer, der habe ich noch ein bisschen hellgrau mit bei. Da ist die Fliese. Da habe ich sie. So, auch wieder eine verbaut. So, das haben wir, das haben wir. Jetzt kommen die Flügelchen wieder. Die kleinen Stücke. Einmal. Zweimal. Und der dritte, wo ist er? Das ist falsche Richtung. Da ist er. Der dritte. Wieder eine Platte. Langsam werden die auch immer weniger. Und wer sind das jetzt? Achso, die großen C-Klemmen. Einmal. Oh, da spiegelt alles auch hier. Das ist ein Wahnsinn, echt. Einmal und die zweite. Licht anmachen, ne? Ja, bringt auch nicht viel. Oh, so ein bisschen war schon. Ja. Nicht wirklich, aber ich mache mal was Großlicht dran. Ja. Jetzt müsste der Tisch auch ein bisschen heller sein. Und ich sehe noch weniger, weil es noch mehr spiegelt. So, nichtsdestotrotz, wir bauen weiter. Wieder mit Siemens Lufthaken. Moment. Du musst eins mal darüber. So, das haben wir. Ich hoffe, ihr baut nicht so wie ich, sondern ein bisschen strukturierter. Wo ist es denn da oben? So. Da fällt mir gerade ein, ich habe Endor noch gar nicht zu Ende geguckt. Die aktuellen Folgen. Muss ich mich auch unbedingt mal dran machen. Ich komme nicht mehr zu wirklich viel. Ich schaffe es kaum mal irgendwie Fernsehen zu gucken. Oder mal irgendwas zu machen. Entweder bist du unterwegs. Oder du bist an der Arbeit. Oder mit dem Kind beschäftigt oder sonst irgendetwas. Oder mit der Frau. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich möchte unbedingt mal wieder ins Kino. Wo kommst du denn jetzt eigentlich hin? Du kommst dahin. Okay, du kommst hier hin. Ich hoffe, ist das richtig. Ja. Und da kommt der Kladderadatsch doch eigentlich hier oben hin. Ach, da ist zu viel verbaut. Ha. Glaube ich. Oder? Das müsste auch hier oben hinten. Das kommt so. Ha, falsch rum. Ecke. Da, so rum. So, jetzt hält das ganze Späßchen auch. Ist auch mehr schlecht wie recht. Aber egal.
Muss nichts halten, Hauptsache es hält. So, 6er, 6er, 6er. Ich kann, glaube ich, auch bald eine Challenge anfangen. Wie oft sage ich in einem Stream so? Ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn ich das sage, müsst ihr einen saufen. Ihr kommt nicht weit. Einmal, das war zwei davon. Es ist echt nicht mehr viel Grau auf dem Tisch drauf. Und trotzdem suchst du es. Gibt's da nicht. Na, kann sein, dass das Teil fehlt. Ist möglich. Wäre nicht das erste Mal, dass etwas fehlt. Da ist es. Aber es fehlt nicht. Ach, Leute. Viel Spaß muss sein, oder? So. Oh, ich will jetzt mal am Wochenende, das heißt, ja, Wochenende, am Freitag eine alte Tradition aufleben lassen. Auch so ein Ding, was mein Vater und ich früher gemacht haben. In den, ja, in den 90ern. Und zwar will ich mit meinem Sohn zusammen Freitagabend Star Trek gucken. Zumindest will ich es probieren, wie ich dran komme. Und zwar kommt er jetzt demnächst Star Trek Prodigy? Diese Zeichentrickserie auf, oh, wie heißt das hier, diesem Kinderkanal, nicht der Kinderkanal, ist, was ist denn das hier, wo nur Zeichentrick kommt, SpongeBob so eine Scheiße, Comedy Central, glaube ich, war es, oder irgendwas in Richtung, und da kommt demnächst dann Freitagabends Star Trek, und ich will mal gucken, wie es mir gefällt, ob es meinem Sohn gefällt, der dann im Free TV. Und ja, mal gucken, vielleicht macht es uns ja Spaß, weil ich habe das mit meinem Vater früher auch in den 90ern geguckt, immer Freitagabends, da kam dann meistens Raumschiff, wie hieß es denn damals, Voyager, genau, und in der neuen Serie spielt ja auch Captain Janeway mit vom Raumschiff Voyager, halt als Zeichentrickfigur, aber soweit ich weiß, mit der Originalstimme. Das heißt zumindest aus der mit der Stimme im englischen Original, mit der Originalstimme. Ich weiß nicht, wie es jetzt in der deutschen Synchro ist. Ob es dann auch die deutsche Synchro ist aus den 90ern oder ob es wer anders macht. Ja, in den 90ern habe ich Star Trek geliebt. Da war mir das sogar lieber wie Star Wars. Star Wars habe ich damals auch mal geguckt, aber Star Trek, da habe ich alles in mich reingezogen. Das war früher genau meine Welt. Gucke ich heute noch ab und zu ganz gerne. Meine Lieblingsserie heute ist immer noch Deep Space Nine. Weil es einfach mal ein bisschen actiongeladener war als diese ganze Diplomatie-Kacke von Captain Picard. Ich weiß, sind nicht viele meiner Meinung. Aber gerade wenn du Star Trek mit Star Wars vergleichst, ist Star Trek natürlich ein bisschen lahm. Meiner Meinung nach. Die einzigen, die mal so ein bisschen Action reingebracht haben, das war dann wirklich hier Captain Archer. Und wie ist der andere Vogel? Und Captain Sisko. Sprich Archer damals aus nur Enterprise, die Nachfolgeserie. Damals nach der... ach, wie ist denn der Spaß damals? Von Voyager damals. Damals als Nachfolgeserie gekommen. Spielt allerdings dann zur Zeit vor Captain Kirk. Und hier habe ich meinen runden Stein gefunden. Ich gehe nochmal kurz an Anfang zurück. Guck nochmal, wo der hin muss. Genau da unten drunter.
Ich habe gesagt, ich finde ihn. Ja, da habe ich ihn eingebaut. So. Also hat Star Trek damals, ich habe es geliebt. Und wie gesagt, Captain Kirk fand ich gut. Natürlich die Originalserie. Picard habe ich auch gerne geguckt als Kind, war mir aber immer so ein bisschen diplomatielastig. Ich habe mich immer gefreut, wenn es mal ein bisschen actionlastiger wurde. Weil es dann doch ein bisschen viel Diplomatie immer war und ach, er möchte alles retten und hier und da. Da fand ich Riker fand ich besser. Der hat auch mal auf die Kacke gehauen, wenn mal irgendwo was war. Den fand ich besser. Riker wäre für mich der bessere Captain gewesen, ganz klar. Also für mich zumindest. Hätte ich lieber als Captain gesehen, als den Picard. Picard ist für mich überbewertet. Und die neue Serie Picard, die ist, naja. Fang mal besser nicht von an. Was mir daran alles nicht gefällt. Ist nicht mein Ding. Sagen wir es einfach diplomatisch so, es ist nicht meins. Aber ich glaube auch nicht, dass ich da Zielgruppe für bin. Das ist eher was für Leute, die es früher nicht geguckt haben und jetzt da im Grunde ja, so ein bisschen hipstermäßig da aufspringen, weil es gehypt wird. Oh, musste heute gucken. Star Trek Picard. Ja. Nicht wirklich. Ich halte da nicht viel von, außer Abstand. Angucken tue ich es mir trotzdem. Weil ich möchte ja sehen, worüber ich mich beschwere, bevor ich mich dann beschwere. Viele gucken es ja erst gar nicht, weil sie sagen, ist eh kacke. Ich bin ehrlich, ich bin auch echt leidensfähig. Ich ziehe mir auch noch rein Discovery. Habe ich mir auch angeguckt. Wobei ich echt glaube, also wenn ich dafür bezahlen muss, gucke ich es mir nicht an. Bin ich ganz ehrlich. Also da bin ich aus der Nummer bin ich raus. Wenn es kostenlos ist, jawohl, ziehe ich es mir rein. Sollte ich dafür Geld zahlen müssen, auf irgendeine Art und Weise, bin ich bei Discovery raus. Ganz ehrlich. Das ist für mich der größte Schund, den ich gesehen habe bei Star Trek. Absolut. So eine Bockmiss-Serie. Oh, Gottes Willen, echt. Und vor allem, sie lernen sie ja auch nicht, ne? Das fing ja allein schon an den Klingonen, die technisch gesehen, was die Optik zumindest anging, weitaus nach dem gespielt haben, was sie da angedacht hatten. Na? Und, also, hey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll. Die Schiffe sahen futuristischer aus, wie das, was später überall zu sehen war. Das passt nicht. Das passt optisch einfach nicht. Also optisch war das Ding eine Katastrophe. Das ist die ganze Serie war eine Katastrophe optisch gesehen. Na, die Schiffe waren von der Technik weiter wie das, was Captain Kirk hatte, obwohl es vor Captain Kirk spielte. Die hätten das von Anfang an in der Zukunft spielen lassen sollen, so wie sie später auch gemacht haben. Sie haben es meiner Meinung nach zu spät gemacht. Hätte das von Anfang an in diesem 24. Jahrhundert, war es das? Ich glaube 24. Jahrhundert, glaube ich, wo das später spielt, gleich da spielen lassen. Ich glaube, hätten sie sich sehr, sehr viel Unmut der Fans gespart. So ist das Ding natürlich komplett zerrissen worden. Und ich gebe da auch voll und ganz recht. Genauso wie jetzt bei diesen Morph-Schiffen und den ganzen. Ne. Ich bin da raus aus der Nummer. Komplett. Also wirklich komplett bin ich da raus. Das ist nicht mehr mein Star Trek. Wenn es einem gefällt, okay, soll das jetzt angucken, aber dafür jetzt extra Geld zu bezahlen, ne. Sag mal ehrlich, ich habe ja schon haufenweise Streaming-Anbieter und komme kaum zum Fernsehen gucken. Ne, ich habe sowieso Amazon Prime. Habe ich ja eh. So, dann hast du, habe ich zumindest noch Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, so das normale Fernsehen mit dabei.
Das muss man sich mal hochrechnen. Wir beschweren uns alle über die blöden GEZ-Gebühren, haben aber jeden Monat alleine, was weiß ich, rechnen wir mal. Disney Plus, ich glaube 9 Euro. Amazon Prime, ich glaube auch 10 Euro oder was. Und Netflix auch nochmal knapp 10. Also, runden wir mal auf. Das sind 30 Euro fürs Fernsehen. Für Streaming-Anbieter. Wo ich eh auch nur die Hälfte von gucke. Ach, nicht mal die Hälfte von gucke. Ich habe es eigentlich fast nur wegen meiner Frau. Und wegen meinem Junior. Und für mich halt ein bisschen Disney Plus wegen Star Wars. Ansonsten könnte ich auch wieder normales Fernsehen gucken. Würde mich auch nicht stören. Ich weiß gar nicht. Ich habe damals angefangen mit Amazon. Weil es, wie gesagt, im Amazon-Abo sowieso mit drin war. Das hätte ich zum Beispiel auch nicht abgeschlossen. Weil das meiste, was du dir anguckst, musst du ja nochmal extra bezahlen. Was auch totaler Blödsinn ist eigentlich. So, wo kommst du denn eigentlich hin? Da? Da oben kommst du hin. So. Finde ich auch schon albern. Entweder ich habe einen Streaming-Dienst, wo alles mit drin ist, oder ich habe keinen Streaming-Dienst. So, aber ich fange nicht an. Das kannst du gucken, das kannst du nicht gucken. Das kannst du gucken, das kannst du nicht gucken. Das nervt mich. Oder hierfür musst du Geld bezahlen. Letzte Woche war es noch kostenlos. Warum ist es diese Woche nicht mehr kostenlos? Das ist so blödsinnig teilweise. Verdammt, du bist verkehrt. So unlogischer Mist teilweise bei Amazon. Fliese war das gewesen. Einmal eins Fliese. Nee, das ärgert mich irgendwo. Und da sehe ich es nicht noch ein, mir noch einen Streaming-Anbieter zu holen, wegen einer Serie. Also dieses House of Dragons jetzt auch, das ist ja auch wieder bei irgendeinem Streaming-Anbieter, der jetzt gerade nach Deutschland kommt. Und ich glaube, bei Sky gibt es dann noch. Sky bin ich sowieso raus aus der Nummer. Hole ich mir nicht auch noch. Und wie gesagt, nee. Ich habe die großen, alles was ich da nicht gucken kann, gucke ich halt nicht mehr. Fertig, da warte ich drauf, bis es irgendwann mal auf einem anderen Streaming-Anbieter kommt. Kann ich es mir immer noch angucken. Ansonsten gucke ich das, was sie mir zeigen. Nee, also noch einen hole ich mir nicht. Das war's. Nicht fürs blöde Fernsehen gucken. Dich habe ich natürlich wieder vergessen, wie letzte Woche auch. War klar. Meine Kamera schon wieder abgehauen. Klar, wieder abgehauen. Du Ekel, du Kleiner. Na komm, wir bauen mal weiter. So. Das haben wir auch. Das ist gar nicht. Wie viele Streaming-Anbieter habt ihr? Habt ihr auch so viele, wie ich das habe? Oder habt ihr vielleicht noch mal mehr oder weniger? Und vor allem, wegen welchem Format oder welchem Film oder welcher Serie habt ihr was gekauft? Wie gesagt, ich habe mir effektiv viele Sachen nur wegen einer Serie geholt oder wegen einem Franchise, wie es so schön heißt heute. Deiner Filmreihe. Ja, Filmreihe kannst du auch nicht sagen. Film- und Fernsehreihe. Star Wars ist ja zum Beispiel wieder ein sogenanntes Franchise, also eine Reihe von Filmen und Serien. Ja. Wobei ich Marvel auch gerne gucke. Wobei ich die letzten Serien, ehrlich gesagt, ein bisschen vernachlässigt habe. Also She-Hulk habe ich, glaube ich, die erste Folge geguckt. Ich habe bis jetzt leider nichts Gutes von gehört. Dann habe ich noch geguckt gehabt, was ich nicht mehr weitergeguckt hatte.
Nee, mit dem Mädel hier. Miss Marvel? Ich glaube Miss Marvel. Fand ich auch recht unspektakulär. Also zumindest hat mich jetzt nicht so geflasht, dass ich jetzt weiter gucken müsste. Ja, mal gucken, was jetzt wieder demnächst mal rauskommt. Ich freue mich schon drauf, nächstes Jahr auf den neuen Ghostbusters-Film. Ich finde, wenn man es übertreibt, das macht Disney ja aktuell ganz gerne, das haben sie ja mit Star Wars auch schon gemacht gehabt, wo sie dann, ne, in kurzer Zeit viele Filme rausgehauen haben, dann ist das einfach zu viel, man sind irgendwann übersättigt und haben keinen Bock mehr. Den gleichen Fehler hatte damals Paramount gemacht mit Star Trek. Wo teilweise drei Serien auf einmal gelaufen sind. Ja. Sprich Next Generation, Deep Space Nine und dann noch Voyager. Die liefen ja teilweise parallel. Enterprise ja dann auch noch irgendwann. Das war ja alles so eine Zeit damals gewesen. Und das war zu viel. Und das gleiche hat Disney schon gemacht gehabt mit Star Wars. Da haben sie dann auch in kurzer Zeit sehr viele Filme rausgehauen. Deswegen ist ja damals auch Solo so gefloppt. Weil man dachte, man könnte jetzt richtig einreißen. Ständig neue Filme. Die Leute rennen ja sowieso hin. Dann hat man auch schlechte Filme gemacht. Ne? Wie die ja, unsägliche Trilogie, die letzte rausgekommen ist. Die Palpatine-Saga. Ist ja keine Skywalker-Saga mehr, auch wenn sie groß getönt haben. Die Skywalker-Saga geht zu Ende. Das ist die Palpatine-Saga. Sind wir ehrlich? Nee, das war den Meistern irgendwann auch zu viel. Ich weiß noch, wo das Solo rauskam. Da war kurz vorher, ich weiß gar nicht, welcher Teil vorher rausgekommen war. Rogue One oder was? Oder ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das kurz. Wir hatten gerade die erste Premiere durch und konnten schon mit der zweiten Premiere in die Planung gehen, weil da kurz danach schon wieder der nächste Film gekommen ist. Und das war zu viel. Wobei ich Solo als Film eigentlich gut fand. Ich habe mir den gerne angeguckt. Finde heute noch gut. Klar, viele haben rumgeheult, ich muss nicht jede Geschichte auswendig, nicht jede Geschichte kennenlernen, weil da mal irgendeiner irgendwen kennengelernt hat und wie Chewie da zu ihm kam. Wenn es dir nicht gefällt, muss man es sich ja nicht angucken. Ne? Andererseits, ich bin auch nicht so ein Nerd, der die ganzen alten Bücher alle gelesen hat und Comics und was weiß ich noch. Ich habe auch keinen Bock, mir ewig Hintergrundwissen anlesen zu müssen zu einem Film, um dann irgendetwas zu verstehen, was im Film passiert ist. Das ist als Zuschauer, sorry, nicht meine Aufgabe, mich dahinzusetzen und noch zu büffeln. Ist einfach so. Ich möchte einen Film gucken, der Film muss für mich schlüssig sein. Oder halt zumindest seine Handlung erklären. Oder im Laufe des Films halt dementsprechend erklären, warum jemanden kennt. Und wenn er das nicht tut, ist auch gut. Aber ich habe dann keinen Bock, noch irgendwo Hintergrundmaterial lesen zu müssen, um rauszufinden, warum wer wen wie kennt. Interessiert mich auch nicht. Ups. Oder wie ist das bei euch? Zieht ihr euch jeden Mist dann noch rein? Ich nicht. Dafür ist mir meine Zeit irgendwo auch zu kostbar. Ich habe auch keinen Bock mehr, erstmal irgendwelches Hintergrundmaterial reinzuziehen. Bin ich ganz ehrlich. Ja.
Ja, supi. Jetzt musst du natürlich unten drunter. Ja, war klar. Ich hätte es hier auch vorher einbauen können, ich Trottel. So, egal. Jetzt ist es drunter. Alles verbaut. So, das haben wir. Dann kommt wieder eins hier drauf. So, das haben wir. Das haben wir auch. Dann den Sechser. Sechser Fliese, wo bist du? Vierer habe ich. Da ist der Sechser. Liegt direkt vor meinen Augen. Kommt mir der ganze Fuddelkram hier. Das Schlimme ist, es wird alles weniger. Du findest immer schlechter irgendetwas. Obwohl es immer weniger auf dem Tisch wird. Einmal eins Fliese. Da ist einer. Tata, ich hab sie. Wo kommst du hin? Da oben. Und wieder eine C-Klemme. Ich bin mal gespannt, ob die alle reichen am Ende. So, du kommst. Ach, das fiel beim letzten Mal auf. So. So ganz saublöd hier oben drauf. So. Gucken wir mal hier. Also sollte das eigentlich stimmen? Ja. Ich hoffe, es stimmt hinterher so. Wir werden es feststellen. Jetzt kommen noch die Inlays. Und dann sind wir... Ach, die Umrandung kommt ja noch. Ja, so viele Seiten sind es nicht mehr. Dann haben wir es fast geschafft. Und dann sind wir bei der letzten Tüte. Ah, geil. Das wird klasse. Das wird klasse. Letzte Tüte dann. Ach, Quatsch. Die Dinger kommen da drauf. Wie gesagt, ihr könnt dann abstimmen. Ja, so viele Leute werden sich nicht melden. Aber was ich als nächstes bauen soll. Wenn sich keiner baut, ich hätte mal Bock auf Battlestar Galactica. Dann habe ich ja Mold King gebaut. Vielleicht baue ich dann erstmal die Galactica. Also das große Mutterschiff. Entschuldigt bitte. Wir wollen hier keine Rechte verletzen. Das große Mutterschiff. Ähnlichkeiten mit dem Kampfstern Galactica sind rein zufällig und werden nur hineininterpretiert. Ja, ja. Da muss ich ja auch sagen, ist Mold King schon so. Die hauen auch echt in die Grauzone rein und wundern sich dann, wenn sie eine verbraten bekommen. Na? Ich weiß ja nicht, inwieweit diese Designs Rechte geschützt sind oder ob da überhaupt was drauf besteht. Keine Ahnung. Ich glaube, nach den vielen Jahren ist das, glaube ich, auch ausgelaufen. Auf der Millennium-Folge ist ja auch kein Recht mehr drauf, kein Schutzrecht mehr, was die Optik angeht. Und naja, Leute. Warum nicht nachbauen? Ne? Klar, filtern die Lizenz dementsprechend, den Lizenzrechteinhaber geht dann Geld. Und aber glaubt ihr allen ernst, dass Disney es auf die paar Kröten noch angewiesen ist? Sind wir realistisch. Da finde ich es weitaus verwerflicher, den kleinen Designern, die irgendwas designen, da noch die paar Kröten abzusprechen, um sie zu entlohnen für die Arbeit, die machen. Ja. Wie bei dem Set jetzt hier. Ich bin ehrlich, ich weiß auch gar nicht, wer das hier designt hat. Ich finde es immer geil, wenn es dann heißt, ja, dann lass den Designer, kauf die Anleitung von dem und ha, trulala.
ist immer so scheinheilig dann rumheucheln. Sind wir ehrlich, wer von euch geht hin, googelt das Ding oder findet dann raus, wer der Designer der Bauanleitung war? Da müsste ich mich ja bei jedem Set hinsetzen, was ich irgendwo kaufe. Müsste dann auch stundenlang mich dann recherchieren und nachfragen, wer das denn eventuell designt hat, wo ich die Aufbauanleitung herbekomme und so weiter und so fort. Ich finde es scheiße, dass das so gemacht wird von den großen Herstellern. Die könnten ja trotzdem hingehen und könnten sagen, okay, ich kaufe die Bauanleitung von dir als Lizenz oder von mir, du hast ein geiles Set, wie das Herr Lego macht mit ihren Ideas. Wobei ich da ja die Frechheit finde, Lego macht es ja auch nicht anders, sind wir ehrlich. Nur mit dem Unterschied, dass du was designst, reichst das dann bei Lego ein. Lego verwendet das dann, baut das vielleicht noch ein bisschen um. Oder baut es radikal um, macht riesengroßes Sparpotenzial raus. Und haut es dann raus. Und du hast es designt. Eine Entlohnung dafür kriegst du aber auch nicht. Also Lego ist eigentlich Diebstahl mit Ankündigung. Zumindest was die Ideas-Sachen angeht. Und die Leute freuen sich dann hinterher noch, dass das Design von Lego geklaut wurde. Und es ihnen ja freiwillig geschenkt hat. Merkte was? Und wenn Mold King das Ding klaut, oder ein Chinese das Design klaut, vielleicht auch noch mal ein paar Fehler ausmerzt, oder vielleicht was verschlimmt besser, ist ja vollkommen egal, dann heulen alle rum. Lego macht das Ganze mit Ansage. Alles so eine Doppelmoral, ganz ehrlich. Es war wie in Speyer, da gab es auf dem Science Fiction Days gab es auch so einen Lego Club, keine Ahnung, wo die herkam. Ah, da habe gesagt, ach, hier, das und das Modell, sage ich. Die Lizenz liegt aber da bei Blue Bricks. Ne, hatten das Star Trek Modelle gebaut gehabt. Dann fingen sie auch da an, Blue Bricks, hör mir auf damit, da halte ich nichts von. Ich sage, okay, das sind Lego-Fanatiker, mit denen brauchst du dich gar nicht weiter unterhalten. Das Thema ist eigentlich schon gegessen in dem Moment, wo sie mit dir gesprochen haben. So, warte mal, immer kurz was gucken. Wie habe ich das da gelöst? Ach, verkehrt rum, wisst ihr. Ja, das ist dann so ein Ding, wo ich sagen muss, da bin ich halt auch raus. Also ich muss Lego auch nicht das ganze Geld in den Rachen schmeißen. Gut, tue ich sowieso nicht. Aber wie gesagt, ich finde diese Fanatiker, die gehen mir auf den Sack. Nee, nur Lego, nur Lego, nur Lego. Alles andere ist scheiße, ich baue nur mit Lego. Und sind wir ehrlich, Lego hat mittlerweile so viele Qualitätsprobleme. Sind ja wirklich Probleme mittlerweile, wo die Chinesen sind mittlerweile abhängen und trotzdem wird gebetsmühlenartig einen erzählt, dass das Nonplusultra Lego wäre. Ich habe hier Lego Mario, dieses Ding mit diesem Bullet Bill habe ich gebaut. Da ist die Rakete auseinandergefallen. Das, um was es eigentlich geht, hält nicht. Das elementarste Teil da drin, es fällt einfach auseinander. Da kam nicht mal eine Reaktion von Lego, wo ich sie angeschrieben habe. Das hat mich auch schwer enttäuscht, bin ich ganz ehrlich. Sonst heißt immer Lego hier reklamationstechnisch ganz große Klasse. Keine Reaktion. Nicht eine. Das finde ich schon echt übel. Eigentlich finde ich es kackendreist. Weil zahlst du einen Haufen Geld für und dann musst du mit Sekundenkleber arbeiten. Ne? Alle schimpfen immer rum auf Blue Bricks. Mit Blue Bricks und was weiß ich noch. Bei denen musste ich bis jetzt noch nie mit Sekundenkleber arbeiten. Hätte ich auch schon machen können, aber es hat bis jetzt immer alles gehalten. Auch einschließlich die Bautechniken. Und dann stellt sich Lego hin und antwortet nicht einmal. Finde ich schon ziemlich arschig. Das sind alles nur Menschen, kein Thema, aber dann brauchen wir keiner kommen mit Lego, ist das Nonplusultra. Weil es das einfach nicht mehr ist. Ganz einfach. Seht's ja hier, das Ding ist
Mega vom Bauen her. Absolut genial. Steine gehen gut ineinander. Es klemmt nichts. Klemmen, klar, es klemmt. Es ist ja ein Klemmspielzeug. Aber es hält einfach. Es geht nichts kaputt hier. Es fällt nichts auseinander. Die Steine halten 1A. Ich habe jetzt nicht einen Stein dabei gehabt, der nicht gehalten hätte. Da hatte ich hier bei Modpricks andere Geschichten schon gehabt. Deswegen kommt mir auch erstmal vorerst kein Modpricks mehr ins Haus. Der Vogel war ja, also der absolute Krönung war ja eigentlich gewesen hier, die Deep Space Nine Station hier oben. Ihr seht jetzt nicht mehr im Bild von der. Hört das Bild denn eigentlich auf? Es ist hier vor dem. Ja. Also hier oben drüber habe ich Deep Space Nine Station stehen. Und die von Modpricks ist ja echt so ein warnendes Beispiel. Ja, hier habe ich ja die von Bluebricks stehen. Die ist geil. Hier in der Shuttle Rio Grande. Mega geiler Bau. Habe ich Rezession gemacht gehabt zu. Das Ding ist echt genial. Und voll bespielbar. Da warte ich nur drauf, dass da irgendwann wirklich Minifiguren zukommen. Das erste, was ich bestelle, sind die Minifiguren dazu. Nein, wie gesagt. Modpricks. Katastrophe von dem Bauen hier. Echt das. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Da gebe ich dann recht. Aber was jetzt hier Bluebricks und so angeht, ich meine, die haben eine Lizenz dafür, für das Zeug. Da kann mir keiner was erzählen. Und das Zeug ist echt super. Okay, da habe ich vergessen, eins einzubauen. Klar, es ist nicht ganz Lego-Qualität. So ab und zu hast du halt auch mal einen Stein, der nicht so wirklich gut klemmt. Hatte ich ja bei der Rio Grande auch gehabt, bin ich ja ehrlich. Ne? Aber ansonsten im Großen und Ganzen bin ich mit dem Bluebricks Zeug echt zufrieden. Kann ich nichts gegen sagen. Gar nicht schon schlechtere Hersteller gehabt. Und wie gesagt, den Vergleich mit Lego lasse ich auch nicht zu, von wegen Lego ist das Nonplusultra Spielzeug. Da hatte ich jetzt auch schon Qualitätsprobleme mit gehabt. Das vom Marktführer, der immer angibt, er ist der geilste auf der Welt, finde ich peinlich. Wobei, ich war jetzt mal in so einem Bluebrick Shop in Frankfurt. Hier im Loop 5. Was ist das hier? Weiterstadt oder was da unten ist? Oder Mannheim? Ich habe schon mal einen mit. Ich glaube, Weiterstadt, glaube ich, heißt das da unten. Und da war ich ein bisschen enttäuscht von dem Laden. Also, so was Schmuckloses habe ich selten gesehen. So ein bisschen Optik könnte man doch mal wenigstens in so einem Markt machen. Ganz ehrlich. Ich meine, ich gehe dahin, um Klemmbausteine zu kaufen. Mich die Optik anzugucken. Also ein bisschen was fürs Auge wäre da schon mal schön. Ich meine, das Auge ist doch mit. Ein bisschen Deko in so einem Laden muss doch mal sein. Dann die Teileparts. Ne, also wo man da Ersatzteile kaufen konnte. Alles, was Systemstände waren, alles, was grau war, ausverkauft, leer, aktuell keine Nachlieferung. Das ist da wieder ein bisschen blöd. Sets hatten sie einige da, sogar recht viele. Leider hat mich das meiste davon nicht interessiert. Weil ich bin jetzt kein großer Häuslebauer oder sowas. Ich bin ja mehr so Science-Fiction-Zeug hier. Und da fällt für mich halt viel weg. Der Flakpanzer Roland, der wird mich nochmal jucken, den werde ich mir nochmal irgendwann holen. Also den Roland und den Gepard. Aber eigentlich nur deswegen, weil ich die zu meiner aktiven Bundeswehrzeit auf den Dingern ja gedient habe. Das heißt, ich war Versorger in einem Flugabwehr-Raketenbataillon. Und ich habe dem mehr die Munition hinterher gefahren wie alles andere. Aber es ist halt so meine Einheit gewesen und wir hatten halt diese Panzer da stehen. Und ja, da ist dann so ein bisschen Nostalgie, was da halt so mitschwingt. Daher werde ich mir die nochmal irgendwann holen. Und dann für euch bauen. Ich habe ja schon mal aus dem Zweiten Weltkrieg die 8-8er gebaut. Ich weiß gar nicht, warum von meinem. Wenn die eigentlich war, weiß ich gar nicht mehr. Slubahn, glaube ich, war das gewesen. War aber auch nicht schlecht.
Also mal eine kleine Flugabwehrgruppe mal hier. Ich mal so ein Fach hier mal leer machen. So meine Nostalgie-Landschaft mal aufbauen, so ein bisschen. Das ist meine aktive Zeit. Ich bin ja immer noch Stuft der Reserve. Habe auch seit 2002 nichts mehr gedient. So Bock dran hätte ich ja schon mal wieder. Also eine Reserveübung zu machen. Die Frage ist nur heute, muss es sein? Wenn ich stehe mit beiden Beinen im Leben, ich habe einen Job. Wenn ich jetzt zu einer Reserveübung müsste, würde mein Laden relativ blöd aussehen. Weil ich ja vor ein paar Wochen weg bin. Wäre da nicht ganz so schön für meine Arbeitskollegen, wenn ich länger fehlen würde. Muss hier auch nicht sein. Ja, aber gesagt, Bock so generell hätte ich schon mal wieder hinzugehen. Gucken, was sich alles geändert hat. Was für Waffen sie heute haben. Ich habe damals noch gelernt, heißt gelernt, ich habe damals ja selber noch Waffenausbildung gemacht gehabt auf dem G3 und G36. Also ich war ja unter anderem auch Waffenausbilder und solche Geschichten. Das war schon, hat schon Spaß gemacht. Also mir zumindest. War nicht für jeden Soldaten was. Damals gab es noch die Wehrpflicht. Aber ich sag mal, die Jungs, die bei mir waren, die hatten es eigentlich immer relativ gut. Gut, also beim Versorger, der es sich da nicht gut gehen lässt, hat eh irgendwas falsch gemacht, sind wir ganz ehrlich. Das sind die einzigsten beiden Gattungen, mit denen du dich nicht anlegst beim Bund. Der Koch und der Versorger. Mit dem muss man sich immer gut stellen. Gerade was die Küche angeht. Uiuiuiui. Küche, ganz wichtig. Oh, wir brauchen wieder eine Pistole. Dann haben wir ja auch so wenig, ne? Küche ist ganz wichtig, wie gesagt. Der Versorger ist ganz wichtig. Ohne Versorgung läuft gar nichts und ohne Küche auch nicht. Von daher, für alle, die mal später zur Bundeswehr möchten, stellt euch gut mit Küche und Versorgung. Das haben wir auch. Ja. Ja, mein Schwager ist ja heute noch bei der Bundeswehr. Ah, der ist in einem Dienstgrad, den ich im Leben nicht erreicht. Der ist Offizier. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass ich bei der Bundeswehr fertig bin. Zumindest was aktiver Dienst angeht. Weil da ständig umzuziehen und hin und her und wieder versetzt werden alle paar Jahre. Muss dann die Familie mitnehmen und die Kinder müssen wieder ein neues Umfeld kennenlernen, neue Freunde finden. Ich finde das nicht so schön. Also für mich finde ich es nicht schön. Meine Schwägerin und die Kinder sind jetzt auch hier uns auf die Nähe jetzt gezogen. Die haben ihr Vagabunden-Dasein jetzt im Grunde auch beendet. Verzeiht mir den Ausdruck, wenn ich das so sage. Und sind jetzt auch zurück in die Heimat gekehrt hier oben. Die sind ja auch alle paar Jahre sonst umgezogen. Klar, die haben viel gesehen. Das kann man ihnen auch nicht wegnehmen. Haben viele Leute kennengelernt, viele schöne Orte gesehen. Aber sind wir ehrlich, zu Hause ist doch am schönsten.
gerade wenn man Familie hat. Es ist doch schön, wenn man die mal sehen kann. Mein Sohn freut sich auch immer, wenn er seine Cousinen sehen kann. Auch wenn es manchmal am wichtigsten ist, also eine Nintendo Switch haben. Nee, Quatsch, eine PlayStation 5. PlayStation? Ich weiß gar nicht. Ich bin bei den Dingern irgendwo raus. Ich weiß, meiner möchte als eine PlayStation, eine Nintendo Switch haben, die aber garantiert noch nicht bekommt. Ich meine, die Kinder hätten nämlich eine PlayStation. Gut, die sind auch schon etwas größer, unsere Patenkinder. Ja, von daher alles gut. Sei ihnen auch gegönnt. So. Ach, das muss ein Dreier sein. Kurze. So. Jetzt, oh, diese blöde Stange bauen. Na, das hat, die sind auch ganz froh, dass wir da hier oben jetzt sind. Also im schönen Nordhessen. Und auch wieder näher bei der Familie. Man vermisst sie ja schon, ne? Oma und Opas. Wenn man sie ewig nicht sieht und nur ein, zweimal im Jahr sieht, ist ja dann auch mal doof. So, was ich euch damit sagen wollte. Moment, da kommt mal einfach oben drauf, oder? Ja. Was wollte ich euch damit sagen? Ich raus aus dem Thema. Fuck. Ja, wie gesagt, Bundeswehr ist nichts mehr für mich. Die Zeit ist bei mir rum. Ich bin auch nicht traurig drum. Es war damals eine lustige Zeit, kein Thema. Aber ich bräuchte es heute nicht mehr. Und du sollst eigentlich nicht schwer sein. So. Hätte ich auch heute nicht mehr wirklich Bock dazu. So, schön. Wieder ein Stückchen näher am Ende. Ja, wobei andererseits, sind wir ehrlich, ich war damals Unteroffizier. Wäre ich in eine Feldwebellaufbahn gegangen, wäre ich in 14 Jahren Rentner. Oh, ja, jetzt noch 14 Jahre. Ja, 14,5. Hä, 14 Jahre, 3 Monate. Da gehst du nämlich mal ganz locker mit 55 in Rente. Statt mit 67, ne? Muss man auch ganz klipp und klar dazu sagen. Das ist natürlich so ein Verkaufsargument für diesen Job. Zumindest was die Feldwebellaufbahn angeht, eine Unteroffizierslaufbahn. Aber mein Leben lang als Stufz irgendwo rumalbern hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Also hätte ich schon mal mindestens Feldwebel machen müssen. Aber, ach, nicht ehrlich. Wie es heute ist, ist ganz okay. Ich mache mich nicht tot. Ich gehe abends nach Hause. Ich sehe meine Familie. Ich muss nicht ständig umziehen. Alles ein Für und Wider. Jetzt sag mir doch mal, wo kommst denn du hin? Doch, du kommst auch noch mal dahin. Das Ding siehst du kaum. Ha. So, du kommst dann hier hin. Und noch so ein Teil. Wo ist es? Da. Du kommst dann dahin. Das haben wir auch. Das ist auch echt interessant. Kommst du denn jetzt eine Stange? Hier hin. Ne, eins war nach hinten. So kommt die Stange. So, dann. Das ist eine Viererstange. Eine Viererstange. Und das Ding da drauf. Das dann hier drauf. Wie gesagt,
Eigentlich bin ich heilfroh, dass ich beim Bund nicht mehr dienen muss. Das heißt nicht, wenn sie mich rufen würden, dass ich nicht kommen würde, davon abgesehen. Aber in der heutigen Zeit, gerade jetzt, bin ich ganz froh, wenn ich es nicht muss. Na, sind wir ehrlich, die Gefahr durch Russland momentan ist ja allgegenwärtig. Gut, wenn es da knallt wirklich und die Russen kommen, dann werde ich auch einberufen werden müssen. Oder werde ich auch einberufen. Dann bin ich ganz froh, dass ich ja meinen alten Dienstposten bestimmt wieder kriege. Hoffe ich zumindest. Ja, ich hoffe, dass, wenn das soweit kommen sollte, dass ich ihn wieder kriege. Meinen Dienstgrad ja auf jeden Fall. Na, also mal gucken, was passiert. Wobei ich jetzt mal nicht von ausgehe, dass der Russe morgen am Tag hier einmarschiert. Zumindest hoffe ich das so. So, wieder ein Stückchen näher. Aber zurück zur guten Laune, weg von aktuellen Geschehnissen. Wir sind fast fertig. Ah, nur so ein Verkleidungsding, das kommt dann wieder hinten dran, ne? Ja, hinten dran. Ne? Einmal. Jetzt ziehen wir mal die ganzen Brocken jetzt mal ein bisschen näher hier ran. Viel ist es ja jetzt nicht mehr, was ich hier habe. Der Tisch ist mittlerweile fast leer. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist nicht mehr lang, dann haben wir es geschafft. So. Bin mal gespannt, ob irgendjemand was drunter schreibt unter die Kommentare, was ich als nächstes bauen soll. Wie gesagt, noch ist die Auswahl frei. Blue Bricks oder Mold King. Ihr habt die Wahl. Ich baue beides gerne. Wobei ich natürlich wieder bei Blue Bricks wieder ein PDF-Datei machen müsste. Sich dann wieder runterladen. Das einzige, was mich nervt bei Blue Bricks, Aufbauanleitung nur mit PDF. Aber naja, überlebe ich auch. Wobei ich noch kein so riesiges Ding, obwohl hier der Adler 1 war ja auch nicht gerade klein. Von der Bautechnik her. Aber ich glaube, die Galactica ist nochmal eine Hausnummer größer. Wobei die Viper habe ich ja auch schon. Ich glaube, da werde ich mir die Serie auch fertig dann holen. Heißt, den Zylonen Raider und den Basisstern werde ich mir auch noch nach und nach dann holen. So wie ich dann Zeit habe und Lust und Geld. Hole ich mir das alles nach und nach. So, wo ist jetzt das letzte Stück davon? Wo bist du? Da ist es. Fehlt mir eine Stange. Habe ich mich verbaut? Die ist ja zu kurz. Ja, die ist zu kurz. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14. Nee. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Vier Noppen. Vier Noppen zu kurz. Muss ich stückeln? Echt? Warte mal, wenn ich stückeln muss, mache ich schon anders. Okay, Leute, mir fehlt eine Stange.
Das ist jetzt natürlich blöd. Das trübt das ganze Bild. Das ist jetzt nicht so schön. Da helfe ich mir jetzt erstmal so. Ich hoffe, ich brauche sie hinterher nicht noch irgendwo. Das ist jetzt natürlich doof. Nicht so schön. Nicht schön. Nein, nein. Okay, machen wir weiter. Ich hoffe, es funktioniert auch ohne, dass ich genug hinterher übrig habe, um das hier auszugleichen. Wäre natürlich jetzt blöd, wenn mir das Zeug dann hinterher irgendwo fehlt. So. Zehn, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Da dran. Habe ich jetzt noch verbaut? Ach, okay. Eins noch verkehrt gemacht. Ach. Egal, geht auch so. So, jetzt Cut. Jetzt haben wir es wieder richtig. Jetzt haben wir es richtig. So. Ich hoffe nur, das fällt mir jetzt nicht auf die Füße, dass mir die Teile dahinter irgendwo fehlen. Das wäre dann natürlich doof. Da muss ich wieder irgendwo improvisieren und habe ich keinen Bock drauf. Improvisieren ist immer blöd. Aber es geht. So, das haben wir. So. Oh, schon wieder so ein blödes Ding. 2, 3, 4. Das ist falsch. 4. 1, 2, 3, 4. Dann wieder eine Käseecke. Eine Laterne. Eine Laterne. Und zweimal C-Klemmen. Eine Stange. Und ein Fernglas. Fernglas. Da. Fernglas, kein. Wie heißt es noch schnell? Kein Lichtschwert. Lichtschwertgriff. So. So, 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 so. Drei Stück. Eins, zwei. 3 und 4. So herum, dann kommst du dahin. Nee, du sollst da anschließen. Okay, Hammer. Der kommt dahin und die C-Klemmen oben drauf. Ach, das ist schon ein schönes Ding hier. Auch wenn mich die ganze Kacke hier ein bisschen nervt und wir schon wieder 1,5 Stunden dran sind an dem Bau hier und da ich wieder eine Klemme vergessen, sehe ich jetzt erst. So. Haben wir auch.
Und gleich sind wir fertig. Ja, Moment. So, so rein. Gut, das haben wir auch. Jetzt fügen wir alles schön zusammen. Ups, warum fällst du denn jetzt raus? Das war ein Nachteil von der Bautechnik hier. Da kommst du von oben gegen und schon fällt es unten raus. Das müsste meiner Meinung nach nochmal gekontert werden. Wäre schlauer. So, jetzt fügen wir euch einander. Ja, siehst du, musst du schon. Ja. Ah, okay. Nee, ein zweiter runter. So. Oh, das geht schwer aneinander, aber es geht. So, haben wir das Flügelstück. Der Deckel wieder, ne, aneinander gesteckt. Schon cool. Schon echt mega cool. Jetzt müssen wir das hier unten noch verbinden. Um den Winkel zu halten. Das haben wir. Geil. Das ist einfach nur geil, das Ding, echt. Also sowas Geniales vom Bau hier. Aber hier musst du halt echt aufpassen. Wenn du dich dran verbaust, fängst du von vorne an. So. Vor allem ist es kein Spaß, das Ding hinterher wieder auseinanderzunehmen. Huhuhu. Viel Spaß. Also hiervon mache ich auf jeden Fall kein Abbauvideo. Wenn das Ding jetzt fertig ist, dann bleibt das für immer und ewig in der Vitrine stehen. So, einmal eins. Da. Und dann nochmal eine Klemme. Da ist er. Naja, das Ding baue ich nicht mehr ab. Ich glaube, da könnte ich sogar hinterher Kleber aufkippen. Das wäre egal, weil das Ding nie wieder zerlegt wird. Kuchenecke. Jawohl, haben wir auch. Dann kommt der ganze Spaß hier unten reingedrückt. Hier kommt's rein. Hat's eingerastet. Jo. So. Na, muss dann hier und da muss es einrasten. Geil. Das lege ich jetzt auf mein Schiff auf. Und nächste Woche sind wir im Endspurt. Nächste Woche wird das Ding definitiv fertig. Freut euch schon mal. Und wie gesagt, entscheidet euch, überlegt euch, was ich als nächstes bauen soll. Sagt, die Auswahl steht: Modbricks, Bluebricks oder Mold King. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich zeige mal, was bis jetzt noch an Teilen übrig ist. Das ist jetzt noch übrig. Ich glaube, wir werden das nicht mehr alles brauchen. Ich sehe das und das geht noch weg. Und dann sehen wir weiter. Sagt, viel ist es nicht mehr. Eine Tüte noch, dann haben wir es geschafft. Dann ist das Ding fertig und dann kommt noch die große Rezension. Das heißt, ihr kriegt dann noch volle 2 Folgen über die Mold King, bevor sie für immer in meinem Regal verschwindet. In dem Sinne, Freunde, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Das heißt dann beim nächsten Mal der Endspurt. Macht's gut.